Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ich möchte euch nämlich heute einen ziemlich großen Haul präsentieren, denn ich habe über Weihnachten einiges eingekauft und nach Weihnachten eigentlich auch noch. Zudem habe ich einiges an Beauty geschenkt bekommen und ich trage euch heute auch noch die letzten Sachen nach, die im Beauty-Adventskalender von meiner Schwester enthalten waren. Ich habe euch ja den ersten Teil schon im Dezember-Haul gezeigt und der zweite folgt jetzt. Also bleibt unbedingt dran, denn es gibt einiges Neues zu sehen, was bei mir eingezogen ist. Zunächst mal habe ich kurz nach Weihnachten bei Douglas bestellt. Es gab da keinen besonderen Rabattcode, aber ich hatte noch einige Beauty Points gesammelt und es gab tolle Goodies. Und deswegen wollte ich dann einfach unbedingt bestellen, zumal was im Sale war, was ich unbedingt haben wollte. Wenn ihr mein Video noch nicht gesehen habt zu den Spartipps fürs Beauty Shopping, das habe ich vor einiger Zeit hochgeladen, dann schaut da unbedingt mal vorbei, denn da erkläre ich euch, wie man bei Douglas ein bisschen sparen kann und auch coole Goodies bekommt. Und eigentlich habe ich nur bestellt, um einige Sets zu bekommen. Ich finde, so Sets mit Minigrößen sind immer eine tolle Sache, um einfach Dinge zu testen. Und sie sind halt meistens einfach auch deutlich günstiger als der Originalpreis. Und das Erste, was ich mir diesen Monat neu gegönnt habe, war was von Dr. Jart. Dr. Jart ist ja so koreanische Kosmetik, die es jetzt seit einiger Zeit bei Douglas gibt. Und das war ein Set aus der Caesar Repair Reihe mit Tigergras. Und zwar ist das eine Color Correcting Reihe. Das bedeutet, die Produkte sind so leicht grünlich und man soll dann sozusagen damit Rötungen ausgleichen können. Hier ist einmal eine kleine Größe vom Tigergras Color Correcting Treatment und vom Tigergras Repair Serum enthalten. Ich packe das mal aus. Das ist irgendwie so verpackt, dass man es noch so an den Weihnachtsbaum hängen könnte. Tja, dafür ist jetzt zu spät. So sehen die beiden Sachen dann ausgepackt aus. Dieses Color Correcting Treatment, wenn man das hier aufschraubt, seht ihr, dass hier so eine grünliche Paste enthalten ist. Und die wird im Kontakt mit der Haut dann eben eher so hautfarben und soll eben damit Rötungen ausgleichen. Was ich daran sehr interessant fand, war eben auch der Aspekt, dass es die Haut bei Verletzungen, bei Narben leichter sozusagen zur Abheilung bewegen soll. Ich habe, nachdem ich immer noch ziemlich Probleme mit unreiner Haut habe, immer mal wieder halt Probleme, dass Dinge lang brauchen, um abzuheilen. Und deswegen fand ich das sehr spannend. Viele Leute haben auch online davon berichtet, dass sie damit danach keine Foundation mehr brauchen. Also, keine Ahnung, ich werde es mir mal angucken. Und dieses Serum soll das eben einfach beschleunigen, diese Abheilung. Man soll das dann auf die entsprechenden Stellen auftragen. Meine Mama ist mit der Ceramidin-Reihe von Dr. Jart ziemlich zufrieden. Und deswegen dachte ich, ich probiere jetzt einfach mal dieses Set aus, zumal das sozusagen zusammen dann nur noch 13,99 € gekostet hat. Ja, ich werde berichten, wenn es auf jeden Fall was hilft. Dann das zweite Set und weswegen ich dann eigentlich wirklich bestellt hatte, ist dieses Set hier von Smashbox. Das ist aus der Holiday Collection das Photo Finish Travel Primer Trio. Wow, langer Name. Das war nämlich zu dem Zeitpunkt, als ich bestellt hatte, bei Douglas runtergesetzt. Es gibt es jetzt nicht mehr bei Douglas, aber ich weiß, dass es immer noch bei Lookfantastic gibt. Also wenn euch das interessiert, schaut mal vorbei. Das ist hier in dieser tollen, glitzernden Verpackung und auch die Produkte hier drin. Ich zeige euch das mal. Sind nochmal in so ein echt toll gemustertes Seidenpapier eingeschlagen. Ich packe mal kurz aus und zeige es euch dann. Der Bonus an dieser Weihnachtsverpackung ist auch noch, dass praktisch die Produkte besonders designt sind, denn wir haben hier einmal den Original Photo Finish Primer von Smashbox, eben in der Smooth and Blur Edition. Der hat hier dann nochmal so eine extra Bemalung. Super Verpackung für die Kamera, geht gar nicht. Und dann sind noch zwei Kleingrößen enthalten. Einmal von dem Produkt, das ich mir eh eigentlich gern kaufen wollte, weil ich es mal als kleineres Pröbchen hatte. Und zwar ist es der Photo Finish Primerizer von Smashbox. Da sind jetzt immerhin 15 Milliliter enthalten und die große Größe hätte, glaube ich, 30. Und zusätzlich ist noch das Primer Water enthalten. Das ist jetzt so das, was mich am wenigsten interessiert, weil ich einfach nicht glaube, dass man durch sozusagen ein Sprüh-Treatment seine Haut wirklich primen kann und auf die Foundation vorbereiten kann. Es ist aber auch als Setting Mist geeignet, also um das Make-up danach zu fixieren und zur Erfrischung. Also von daher werde ich schon was damit anfangen können. Das Set kostet eigentlich 23,99 €. Ich habe es jetzt, glaube ich, für 18 bekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Und
allein dieser Primer würde in der Originalgröße, glaube ich, zwischen 30 und 35 Euro kosten. Da ist jetzt die Hälfte drin. Das heißt, ich berechne das jetzt mal so ungefähr mit 16 Euro. Und ich habe insgesamt 18 gezahlt, also habe ich das sozusagen gratis bekommen. Also ja, ich finde es einfach, diese Sets super, um die Sachen mal ausprobieren zu können. Das sind auch überschaubare Mengen, 12 Milliliter von diesem Primer und 30 Milliliter von dem Primer Water. Und ich bin mal sehr gespannt. Alles, was ich bisher von Smashbox hatte, hat mir gefallen. Also hoffe ich, dass ich auch diesmal nicht enttäuscht werde. Und das dritte Set, das ich mir noch bei Douglas bestellt hatte, ist Naturkosmetik und zwar von Dr. Hauschka. Ich halte es euch mal hier so rein. Das ist von Dr. Hauschka, das Hautrein und Fein Set. Ich hatte schon mal so ein Dr. Hauschka Set gekauft für meine Schwester, für ihren Adventskalender. Und meine Schwester hat keine unreine Haut. Die hat eigentlich eine schöne Haut, nicht so wie ich. Und deswegen hatte ich ihr so ein Reinigungsset generell gekauft und das ist jetzt speziell für unreine Haut ausgelegt. Das ist eigentlich so toll, man kann das hier dann so rausschieben und dann sind hier 6 Produkte enthalten. Einmal hier speziell extra eine Reinigungsmaske, die man eben mit Wasser anmischen soll. Das ist eine Einmalanwendung und dann sind hier sozusagen noch 5 so in Papier verpackte Pröbchen drin. Das ist einmal eine Gesichtswaschcreme, dann ein klärendes Gesichtstonikum, also ein Gesichtswasser, eine Tagescreme mit Melisse, eine revitalisierende Maske und das hier war eigentlich das, was mich am meisten interessiert hatte. Und zwar ist das ein Dampfbad. Das ist ein eben zur Tiefenreinigung, Poren öffnet und soll den Hautstoffwechsel aktivieren. Deswegen habe ich das Set eigentlich bestellt, muss ich ehrlich sein. Dieses Gesichtsdampfbad, also man macht es ja so, man nimmt eine große Schüssel, kippt da heißes Wasser rein und eigentlich reicht der reine Wasserdampf schon aus, um die Poren zu öffnen. Aber ich mache mir große Hoffnungen, dass man damit dann das Hautbild einfach noch weiter klären kann. Es sind 10 Milliliter enthalten, das sind alles so Kleingrößen, 5 oder 10 Milliliter. Aber ich finde es einfach mal zum Ausprobieren sehr spannend. Und da ich ja auch in der Pflege immer mehr auf Naturkosmetik auch achten will, dachte ich mir, ist jetzt einfach eine super Sache, um das Ganze mal auszuprobieren. Denn dieses Set kostet tatsächlich nur 14,49 Euro und Dr. Hauschka Produkte sind generell schon eigentlich so ein bisschen teurer. Also wenn mir davon was gefallen sollte, dann werde ich es mir einfach in der großen Größe nachkaufen. Und um das Thema Douglas abzuschließen, möchte ich euch noch die Pröbchen und Goodies zeigen, die es dazu gab. Man kann sich ja immer generell 2 Proben in den Warenkorb legen. Da habe ich mich einmal entschieden für Douglas Home Spa, also für die Eigenmarke aus der Sea Thalasso Reihe, die Körperlotion mit Seetang und Seemineralien. Das sind 20 Milliliter, also ich habe gute Hoffnung, dass das sozusagen bei mir sogar für 2x Cremen ausreichen sollte. Also es ist wirklich eine große Probe. Und dann von Origins aus der Modern Friction Reihe, so eine kleine Probe, das ist ein natürliches Dermabrasionspeeling. 1,5 Milliliter, ist halt so eine kleine Größe, aber ja, finde ich mal spannend, kann man dann einmal ausprobieren. Und dann gab es wirklich auch tolle sonstige Goodies, wenn man sozusagen für mehr als 39 Euro eingekauft hat. Einmal von Bobbi Brown, hier dieses Fläschchen, das ist der Instant Longwear Make-up Remover, der hat auch so 2 Farben, also Phasen, nicht 2 Farben. Also ich habe Hoffnung, dass damit auch wasserfestes Make-up abgeht, finde ich für unterwegs mal echt super. Und dann gab es das Pröbchen, weswegen ich eigentlich bestellt habe, muss ich ganz ehrlich sein. Das ist eine Kleingröße vom Hourglass Mineral Whale Primer. Und Hourglass ist ja gerade so ein bisschen die hochgehypte Marke, habe ich das so das Gefühl, wenn man auch eher High-End-YouTuber schaut und dieser Whale Primer ist sakrisch teuer. Also wirklich, wirklich teuer und ich fand es cool, den einfach mal ausprobieren zu können. Jetzt habe ich irgendwie jede Menge Primer, gell? Das ist echt der Wahnsinn. Das sind 3,6 Milliliter, sieht so aus und wenn man das so ausmacht, finde ich, das, meine erste Assoziation war, das sieht aus wie Tipp-Ex. Kommt so ein Spatel raus und so eine weiße Masse. Ich habe ihn noch gar nicht probiert, aber allein dieses Pröbchen hat ungefähr einen Wert von 10 Euro, weil dieser Primer sonst so teuer ist. Der hat auch einen Lichtschutzfaktor, was ja auch immer einfach praktisch ist, wenn man den sozusagen direkt im Primer enthalten hat. Und ja, also das war so der Grund, warum ich bei Douglas eigentlich bestellt hatte. Nein, also nicht nur, aber ich wollte dann zu dem Zeitpunkt bestellen, weil das Smashbox-Set runtergesetzt war und weil es diesen Primer gab. Und dann gab es noch ein Pröbchen und zwar auch echt cool von Shiseido. Ein Lippenstift, das ist der
Modern Matte Powder Lipstick in der Farbe Exotic Red. Ich hole euch den mal raus. Ich fand, der sieht auch so von der Verpackung super, super schick aus. Also es ist so ein schwarzes Verpackung. Und der Lippenstift an sich ist dann so ein Rot. Das ist jetzt, würde ich sagen, ein eher klassisches Rot, aber nicht hell. Also es ist jetzt kein Dunkelrot, es ist kein Hellrot, sondern es ist irgendwas dazwischen. Ein sehr klassisches Rot. Ist eine kleine Größe, fand ich aber sehr praktisch jetzt, den einfach mal mitzubestellen und ihn auszuprobieren. Dann möchte ich euch noch kurz zwei Geschenke zeigen, einfach weil ich mich da super drüber gefreut habe, weil auch welche von meinen Freundinnen natürlich meine Videos gucken und mir was zu Weihnachten geschenkt haben. Da habe ich, und offenbar rede ich so viel drüber, zweimal was auf der Happy Buddha-Reihe von Rituals bekommen. Einmal hier die große Größe von der Buddha Belly Body Cream. Die hatte ich ja mal sogar in meinem Monatsfavoriten. Ich hatte da so eine kleine Größe und oh mein Gott, das ist einfach der Hammer. Ich weiß gar nicht. Ah nee, sie ist noch zu. Ich werde sie auch eine Weile zulassen, weil ich ja mir dachte, das ist ein toller Anlass. Das ist eben diese große Dose von Rituals. Die sind auch wiederbefüllbar, was ich sehr toll finde. Und ich liebe ja diese Happy Buddha Reihe. Also vielen Dank an dieser Stelle an euch, liebe Kathi und natürlich auch liebe Theresa, dass ihr mir das geschenkt habt. Und dann habe ich auch noch von meiner super süßen Freundin Caro was bekommen zu Weihnachten. Und zwar tatsächlich ein Geschenkset aus der Happy Buddha Reihe. Und ich dachte mir so, wow, krass. Ich habe mich total gefreut. Ich habe das dieses Jahr zu Weihnachten auch selber verschenkt und fand es dann natürlich umso cooler, das auch selber zu bekommen. Also ganz vielen Dank. Ich bin für Rituals selber, muss ich ehrlich sagen, meistens zu geizig. Also gerade für diese Pflegeprodukte, die mir jetzt schnell verbraucht, Bodylotion, Duschgel oder so. Ja, auf jeden Fall sieht es hier drin so aus. Es ist einmal der Duschschaum enthalten, dann ein Shower Scrub, eben auch nochmal eine kleine Größe von der Buddha Belly Body Cream. Also ich kann mich jetzt ganz lang damit eincremen und dafür bin ich so dankbar, weil man riecht den ganzen Tag danach und es ist richtiger gute Laune Duft. Und dann noch ein Raumspray. Ich finde, das ist eigentlich das Witzigste. Das sieht aus wie ein Fensterreiniger. Wisst ihr, wie ich meine? Also so zum Sprühen. Und ja, wenn jetzt auch noch meine Wohnung danach duftet, dann bin ich endgültig total glücklich. Also vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ja, es lohnt sich, meine Videos zu gucken, wenn man Geschenkideen für mich will. Nein, Spaß. Also so ist es natürlich nicht gemeint. Aber es ist toll, wenn man dann genau das bekommt, worüber sich man natürlich auch am meisten freut. Dann möchte ich euch noch die Sachen aus dem Adventskalender meiner Schwester nachtragen, die da in den letzten Tagen im Dezember noch enthalten waren. Ich bin total traurig, dass ich nicht mehr meinen Adventskalender aufmachen darf. Ich finde das echt, echt schade. Ich hätte am liebsten das ganze Jahr einen Adventskalender, aber gut, dann wäre es auch nichts mehr Besonderes. Und ja, meine Schwester hat sich nochmal richtig, richtig coole Sachen einfallen lassen. Einmal von Garnier Fructis hier war diese Wonder Mask enthalten. Das ist ein Schritt 1, Schritt 2, also ein Zwei-Phasen-System. Einmal eine pflegende Maske und dann eine Pflegeversiegelung, was ich super, super spannend finde. Finde ich echt mega cool, freue ich mich auch schon, das auszuprobieren. Dann nochmal eine Maske, diesmal aber fürs Gesicht. Und zwar von Neutrogena. Das sieht man jetzt ganz toll in der Kamera. Das ist die Pure Boost für tiefenreine Haut Hydrogelmaske. Und die sind ja so ein bisschen teurer. Das sind ja keine Tuchmasken, sondern eher so eine gelige Konsistenz. Und ja, ich glaube, die kosten 3 Euro. Also für eine Einmalanwendung finde ich das schon ziemlich heftig, aber ja, ich freue mich schon total drauf, das zu machen. Vielleicht mache ich das auch mal in einem Maskenvideo mit euch. Habe ich mich auch total gefreut. Dann passt hier auch noch gerade so rein, vielen Dank an Maxi an dieser Stelle, habe ich jetzt endlich die Möglichkeit, die Moi bei Stefanie Giesinger Golden Hydrogel Eye Pads auszuprobieren. Das ist auch sowas, für was ich zu geizig bin. Das ist ja eine Einmalanwendung und es kostet dann 3 Euro. Und Maxi hat mir das mitgebracht, also vielen, vielen Dank. Finde ich total spannend, auch unter den Augen. Er meinte auch, er fände die selber ganz cool. Also ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt. Das war auch nur so ein kleines Weihnachtsgeschenk. Und dann kommen wir wieder zu den Sachen von meiner Schwester. Einmal habe ich zu ihr gesagt, ich will unbedingt mal was von Bilou ausprobieren. Und dann hat sie sich tatsächlich für ein Badesalz entschieden, was jetzt super cool ist, weil ich jetzt auch im Winter einfach mehr bad. Also ich habe keine Badewanne, aber ich bade halt dann woanders. Und da ist einmal das schäumende Badesalz in der Nuance Frosty Mint, glaube ich, enthalten. Das freut mich, weil ich finde bei diesen Sprudel Badesachen finde ich immer so schade, dass da kein Schaum entsteht oder bei den normalen Badesalzen. Also habe ich Hoffnung, dass ich damit schäumend baden kann. Dann geht es weiter immer noch mit Adventskalenderprodukten und zwar von Balea. Einmal die Bodylotion Pomegranate Kiss. Finde ich super cool, weil die hat ja so einen Verschluss. Das
macht man so auf hier oben und dann kann man das sozusagen so reinleeren. Finde ich total praktisch für unterwegs. 75 Milliliter, wenn man mal ein paar Tage wegfährt, kann man das sicher gut gebrauchen. Und dann die letzte Sache, das war eigentlich eher ein Missverständnis zwischen meiner Schwester und mir, aber ich freue mich trotzdem total, von La Vera, das Natural Mousse Make-up. Ich habe jetzt die hellste Variante und das ist eben so ein Döschen. Die Deckkraft habe ich schon ausprobiert, ist nicht sehr hoch, aber ich habe gute Hoffnung, dass das ein tolles Sommer-Make-up sein wird. Einfach um die Haut so ein bisschen auszugleichen, wenn man jetzt, glaube ich, grobere Unreinheiten hat, wie ich gerade, ist das nicht das passende Make-up, aber ich bin schon sehr gespannt. Es ist ja auch ein Naturkosmetikprodukt und dann werde ich das im Sommer auf jeden Fall mal austesten. Dann kommt jetzt noch was, was ich wirklich gebraucht habe, weil meine leer gegangen ist, und zwar eine Haarkur. Und ich habe mich hier für die Glanzhaarkur mit Bio-Rohrzucker von Alverde entschieden. Ich hatte euch da ja mal die Spülung vorgestellt und ich brauchte jetzt eine neue Haarkur. Und dann dachte ich mir, vielleicht ist da auch die Haarkur nicht schlecht und deswegen werde ich die jetzt mal ausprobieren. Weiter geht es mit ein paar Produkten von NYX, also NYX, denn ich habe vor, ein Fullface NYX für euch zu schminken und da haben mir noch ein paar Sachen gefehlt. Einmal habe ich mir als Contouring-Produkt das Blush in der Farbe Taupe geholt. Bin mal sehr gespannt. Das hat hier so ein hübsches Schleifchen an der Verpackung. Finde ich total schön. Dann brauchte ich noch ein Fixing Spray. Da habe ich das Matte Finish Setting Spray. Das verwendet meine Schwester super, super gerne. Und wollte ich auch jetzt nochmal genauer testen. Dann habe ich eine Mascara. Das ist die NYX Worth the Hype Waterproof Mascara. Und einen HD Studio Concealer mitgenommen. Also die NYX Sachen sind ja ein bisschen teurer und es gab Prozente bei Müller und deswegen habe ich da zugeschlagen. Also wenn demnächst das Fullface NYX online kommt, dann werdet ihr diese Produkte in Aktion sehen. Also schaltet ein. Und ganz zum Schluss habe ich noch bei BH Cosmetics bestellt, weil es da so eine Aktion gab, dass man ab einem gewissen Mindestbestellwert, glaube ich, eine Palette gratis bekommen hat. Und welche Palette mich super, super angesprochen hat schon die ganze Zeit, war die Zodiac Love Science Palette. Ich hatte ja, ich glaube, mein vorletztes Video war es, da hatte ich 3 Looks mit der normalen Zodiac Palette geschminkt. Und ich finde ja so super, dass ich die Zodiac Love Science auch unbedingt haben musste. Also das ist ja eine 25 Farben Palette, 24 Eyeshadows, ein Highlighter, 12 davon sind matt und 12 glänzend. Genau, und die werde ich jetzt auf Herz und Nieren prüfen und habe dann vor, damit auch eine Palette 3 Looks Video zu kreieren. Genauso wie ich noch ein Fullface BH Cosmetics machen will. Also, und dafür brauchte ich noch ein Puder. Deswegen habe ich mir das hier mitbestellt. Das ist das Matte Finish Powder. Ich habe, glaube ich, die hellste Nuance. 205 heißt die, glaube ich. Das ist so ein ganz normales Setting Powder. BH Studio Pro. Ist ein ziemliches Trümmer. Also ich finde das ganz schön massiv. Und so ist dann jetzt die hellste Farbe. Das werde ich jetzt auch noch testen, bevor es dann das Full Face gibt. Und dann gab es noch was gratis dazu, und zwar eine Mini-Palette, und zwar die Midnight City Eyeshadow Palette, 16 Farben. Das sind matte und schimmernde Farben dabei. Ich zeige es euch einmal hier so. Jetzt ist der Plastik-Inlay rausgefallen. Ich weiß noch nicht, ob ich die selber behalten werde oder verschenken, weil ich eigentlich auch ziemlich viele Paletten habe, aber ist auf jeden Fall toll, auch mit den Blautönen hier unten, jetzt muss ich es kurz loslassen, so ein dunkleres Grün und hier auch so ganz tolle Alltagsfarben eigentlich. Also finde ich eine super schöne Palette und die gab es gratis dazu. So, das war's jetzt soweit mit meinem Haul für diesen Monat. Es ist mega viel zusammengekommen, natürlich auch wegen Weihnachten und Adventskalender und Geschenken, aber ich habe mich natürlich auch selber nicht lumpen lassen und habe wieder einiges geshoppt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so war, gebt mir super gerne einen Daumen nach oben und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr eins der Produkte kennt, was euch davon gefällt oder was ich mal live mit euch ausprobieren soll, was ihr gern in dem Video mal in Aktion sehen würdet. Ich freue mich immer auf eure Kommentare und antworte auch immer, also haut fleißig in die Tasten. Und ansonsten, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das super gerne unten nachholen. Dann verpasst ihr kein Video mehr von mir, wenn ihr auch die Glocke aktiviert. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Der nächste Haul wird auf jeden Fall kommen. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt alles Liebe und eine gute Zeit. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!